So, ich habe gewählt. So, jetzt wollen wir schießen. Probier mal die anderen Waffen aus, die du ausgesucht hast. Ja, nehmen wir natürlich gleich die Profi-Waffe hier. So, auf geht's. Probier mitten auf die Brust der normalen Attrappe. Bam! Komm her, Attrappe. Guter Schuss. Die. Auf die Attrappe mit Rüstung. Bemerkst du den Unterschied? Oh, es ist hardcore. Halte nach oben Ausschau, um zu sehen, wann du auf ein Ziel mit Rüstung schießt. Probier mal einen Kopf. Kopfschuss? Ich hätte es doch mal gleich sagen können. Das ist ein kritischer Treffer. Hast du den Unterschied bemerkt? Nein, ehrlich gesagt nicht. Du kannst noch weiter üben, wenn du möchtest. Oder zu Millers Einsatzbesprechung gehen. Ja, ich würde mal sagen, keine Wartezeit. Werde ich machen. Bye bye. Hallo! Da! Hier gibt's Suppe! Aber ich habe im Moment keinen Hunger. Mahlzeit. Oh, große Versammlung. Da wollen wir uns mal nicht länger lumpen lassen. Du machst einen guten Job. Ah! Kram! Hallo! Öffne die Tore. Wir wollen zu Miller. Wir wollen zu Miller. Wovon redest du? Frag mal die Wachen am Labor. Scheiße. Was zum Teufel hat er getan? Der hat bestimmt einen Teller Suppe zu viel gegessen. Also, auf geht's. Wir wollen zum Boss. Gefühlt, was sie im Jenseits brauchen konnten. Waffen, Gold, Streitwagen. Die hätten ihre Frauen und Sklaven geopfert, um ihren Herren selbst im Tod zu dienen. Ja, lauf halt zu, ich würde gerne damit noch in das Wägelchen. Nicht erst nächste Runde mitfahren. Die Sachen in D6 sind wie etwas, das ein Eroberer übers Grab hinaus mit sich genommen hat. Kalter Stahl, Widerrösser. Unermessliche Schätze. Natürlich sterben die Grabräuber immer auf schreckliche Art. Von Dämonen, Geistern oder ihrer eigenen. Oh, da sind auch welche unterwegs. Kahn, hörst du jetzt endlich auf, oder was? Hallo! Ich habe gehört, dass Lesnitzky was angestellt haben soll. Was ist passiert? Weiß keiner. Lesnitzky war beim Labor. Als die nächste Schicht kam, stand die Tür offen und das Labor war geplündert. Lesnitzky war weg. Scheiße! Und was war drinnen? Chemische Waffen. Vielleicht irgendeine andere Scheiße. Mehr weiß ich nicht. Krass! Gott, verdammt! Der Oberst wird mir wegen Lesnitzky noch eine verpassen. Ein glühend heißer Stich direkt in meine Seele. Und wir sind da. In Ordnung. Geh. Kompass! Wir können D6 vielleicht kontrollieren, aber ein bisschen Licht anschalten. So. Der Schwarze. Folge Kahn zu einem Treffen mit Miller. Das ist meine Aufgabe, aber das hätte ich jetzt gerade so auch noch selber hinbekommen. Miller hat all unsere Männer zur Versammlung hier in der Basis befohlen. Hermann, bring diese Typen zu Miller. Die wurden zu ihm bestellt. Jawohl. Hermann, mach die Tür auf. Ja, ich warte hier. Sobald ihr weg seid, spreche ich mit Miller. Gut. Ich bin gespannt. Ich komme in die Basis, Die Bombardierung der Schwarzen war vielleicht der schlimmste Fehler der Menschheit. Was, wenn sie uns nichts Böses wollten, sondern nur zu kommunizieren versuchten? Vielleicht bedeuteten der starke Schmerz und der Verlust des Bewusstseins ihrer Gegner nur, dass wir inkompatibel waren. Maschinen mit unterschiedlicher Verkabelung. Schaut euch mal diese Basis an hier. Hochmoderne Computertechnologie. Sensationell. Sensationell. An der Messe, unserer Heimatstation, sind Leute gestorben. Hunter, der Beste des Ordens, ist sehr wahrscheinlich ebenfalls tot. Und er hat dich dies gelehrt. Wenn wir in dieser neuen Welt nicht um unser Leben kämpfen, werden wir verschlungen. Das ist das Gesetz der Evolution.
Doch ich würde sagen, dass die alten Gesetze nicht mehr gelten. So, jetzt sind wir gespannt. Oh, wir treten in die Höhle des Löwen. Der Boss. In Ordnung, Artyom. Und Sie, Khan, habt ihr etwas zu melden? Ja, Oberst. Dann fasst euch kurz. Ich habe in den Gärten einen überlebenden Schwarzen gefunden. Was? Einer von denen lebt noch? Zum Glück, ja. Zum Glück? Khan, das ist absoluter Wahnsinn. Die Schwarzen waren die größte Bedrohung, die der Orden jemals bekämpfen musste. Oberst, geben Sie mir nur eine Chance. Ein einzelner Schwarzer stellt keine Bedrohung dar. Artyom besitzt eine Gabe. Ich glaube, er kann mit der Kreatur Kontakt aufnehmen. Lassen Sie ihn mit mir gehen. In Ordnung. Artyom, geh mit Khan zum Garten und finde den Schwarzen. Ich schicke einen Scharfschützen mit. Meinen besten. Anna! Ja, hier! Oh nein, eine Frau, das gibt's doch nicht! Brauchen wir einen Scharfschützen. Um die Kreatur zu eliminieren und die Aufgabe des Ordens zu Ende zu bringen. Miller, Sie können doch nicht! Das ist Mord! Haltet ihn fest! Sie Idiot! Sie machen den gleichen Fehler noch einmal! Wir sind hier fertig. Eskortieren Sie Khan hinaus. Artyom! Das ist deine letzte Chance auf Vergebung! Und darauf, diese Albträume loszuwerden! Okay. Verriss Khan. Anscheinend ist er der Kreatur zu nahe gekommen und hat seinen Verstand verloren. Sieh her, Artyom. Beende diesen Auftrag und komm schnell wieder hierhin zurück. Ein Krieg zieht auf und ich brauche jeden Ranger auf seinem Posten. Ab mit dir! Also, worauf wartest du noch? Komm schon, Versuchskaninchen. Versuchskaninchen? Artyom, wenn es stimmt, dass der Schwarze dich spüren kann, vielleicht könntest du ihn dann aus seinem Versteck locken, damit Anna frei zielen kann. Aber tu mir einen Gefallen. Lass den Schwarzen nicht in deinen Verstand hinein. Sonst hat Anna zwei Ziele. Hast du verstanden? Yes. Wir vermuten jetzt, dass Lesnitsky ein Schläfer war. Aber wir haben noch nicht überprüft, wer ihm Befehle gibt. Also, wenn du mich nochmal Versuchskaninchen nennst, das wollte ich jetzt schon mal hier nochmal ganz schnell klarstellen, dann habe ich zwei Ziele. Von wegen Frieden schließen mit den Schwarzen glaubst. Ich wünschte, ich wäre selbst in diesem Turm gewesen, um die Raketen einschlagen und die Schwarzen in ihrem Nest brennen zu sehen. Komm schon, Kaninchen. Würdest du diese Dinge in die Metro lassen? Sie in unsere Gehirne kriechen lassen, damit sie uns wie Tiere benutzen können? Vielleicht sollten wir uns mit ihnen paaren, damit die Kinder an der Oberfläche leben können und die Strahlung auffressen. Scheiße, dem Teufel gibt man nicht die Hand. Du bist, glaube ich, auch schon sehr, sehr lange hier unten, so wie du redest. Du bist ein Versuchskaninchen, ey. Hier gibt es für uns nichts mehr zu tun. Lass uns aufbrechen. Los geht's, eine U-Bahnfahrt. Und die wird je unterbrochen durch einen Ladebildschirm. Da stand ich oben auf dem Fernsehturm und sah Raketen im Botanischen Garten einschlagen, die Fleisch in Asche verwandelten, Metall und Glas schmolzen. Nichts und niemand konnte das Inferno überleben. Und doch hat Khan dort einen Schwarzen gefunden. Jetzt ist es meine Aufgabe, ihn zu töten. Zu Ende zu bringen, was ich begonnen hatte. Gut, dann wollen wir das doch sofort machen. Obwohl mir diese Anna, ehrlich gesagt, nicht sonderlich sympathisch rüberkommt. Aber mir bleibt ja nichts anderes übrig. Also ich persönlich hätte jetzt den Schwarzen auch nicht gleich umgenietet. Ich hätte vielleicht wirklich mal geguckt, kann man mit ihm reden. Aber ich will nicht sterben und Miller killt mich sonst. Und darauf habe ich in der Tat keine Lust. Gut, wir sind waffentechnisch gut ausgerüstet. Früher waren Züge etwas ganz Normales. Aber jetzt scheint diese Einschienenbahn geradezu magisch zu sein. Unsere Kinder werden nicht wissen, wie man sie bedient. Und deren Kinder werden vermutlich denken, sie wäre von den Göttern gebaut worden. Ja, wahrscheinlich. Du
Du bist dem Schwarzen auch schon verdächtig nahe gekommen, wenn du mir, wenn du hier so komisch redest. Wir haben diese Tunnels noch nicht erkundet. Haben wir derzeit noch Leute dafür übrig? Okay, wir scheinen unseren Zielbahnhof erreicht zu haben.